Mandelblüte hat man hier genügend und auch zwei Hunde, die gar nicht so lieb sind. Aber die verteidigen nur ihr Reservoir. Und dann antwortet einer. Also die kommunizieren ganz einfach. Ja, da drüben, da gibt es auch, man sieht hier eine Bank, ein Häuschen, Solarzelle am Dach. Also irgendwie muss da auch jemand wohnen. So, und hier geht es auch nach oben oder hinein in die nächste Höhlenwohnung. Na, auch Katzen gibt es hier, hört man hier. Ja, Natur pur. Kakteen mit anderen Sachen bewachsen. Und hier die Kakteenfrüchte. Tja, ist der voll. Tunus genannt. Aber nur bitte mit Handschuhen anfassen oder mit dem Lappen. Ja, hier geht auch ein Weg nach unten, also unterhalb von uns hier ist auch noch bewohnt. Ja, Blumen und Pflanzen, soweit das Auge reicht. So, und jetzt hört man dann schon was vom Restaurant da oben. So, wir haben jetzt fast das Ziel erreicht, einmal die kleine Umquerung hier von diesem kleinen Gipfel. So, und da oben, da im Berg drin, da ist das Restaurant mit einer schönen Terrasse, alles Glas. Ob das man hier genauso schön reinpasst, aber es ist ja nicht unser Problem. Und es ist auf jeden Fall schön gelegen und ist sehr ruhig hier. Also hier oben sollte man sich auf jeden Fall 1,5 bis 2 Stunden Zeit nehmen. Und für den Plan B sage ich eine Halbtagestour. So, und hier gehen dann die verschiedenen Wanderwege auch ab. Hier geht der Wanderweg Calderí Los Marteles, Pico de las Nieves, Montaña Las Tierras, Altura 985 Meter. Ja, und hier das Restaurant. Und da oben gibt es so eine kleine, ich finde, es sieht aus wie eine Kapelle. Kann ich aber jetzt nicht mehr drüber sagen.